So, es geht wieder weiter mit Let's Play Mirror's Edge und wir starten jetzt unsere erste Mission. Wir sollen nämlich einen Runner-Koffer zu Celeste bringen und die wartet beim Funkturm auf uns. Und da laufen wir jetzt mal hin. Aua. Okay. Ja, es ist schon etwas merkwürdig, dass sie sich bei so Sprüngen vom Hochhaus eigentlich nicht wehtut, wenn man sich einfach nur abrollt abends. Stinksauer. Sieht schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bringe den Koffer. Sie übernimmt dann den Rest. Komm. Irgendwie dumm. Ich glaube, das schneide ich raus. Oh, da hätte sie sich doch aber festhalten können. No. Versuchen. Diese Stelle ist echt irgendwie dumm. Ich dachte erst, hier kommt man nicht durch, aber es ist einfach so eine komische Folie. Oh, der Funk läuft deinetwegen heiß, Fail. Klingt, als einer ein paar Kopf zu dir unterwegs. Sie haben einen Tipp von einem Nachrichtenheli. Boah. Asiatische Buchstaben. Oh, beziehungsweise Wörter. Hier, dieses Symbol zeigt an, dass wir hier einen Runner-Koffer finden können. Den habe ich allerdings schon eingesagt. Das heißt, wir können den jetzt nicht mehr finden. Der lag hier. So, mal hier runter. Hallo und tschüss. Hey, lassen wir den Koffer raus. Ja, schnell raus, da sagt Mark. Wir sollten uns echt ein bisschen beeilen. Nämlich auf den Schießen. Ein bisschen zu. Bewegung, Bewegung! Ich gebe dir Celeste. Bist du da, Sir? Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Das ist die Frage natürlich, welchen Vogel. Faith ist unterwegs. Halt dich bereit. Sie ist auf dem nächsten Stand. Los, los, los. Schickt Einheiten drauf. Oh komm, Leute, was habt ihr getan? Ich habe nur einen hübschen Koffer. Kopf voraus, du musst durch die Luft. Oh komm, Leute. Man kann hier so schlecht zielen. Klar, ich kann Fate jetzt sehen. Ja, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Wieso kann sie mich sehen, aber ich sie nicht? Naja. Lauf zu Celeste, es sind noch mehr Kopf im Anmarsch. Beeil dich, die Kette klebt an dir. Ah, da oben steht sie. Hey, wirf den Koffer rüber. Ja, wir können auch okay, so weit werfen. Okay, die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar. Wir sind wohl sehr stark. Eine starke Frau. Oh, und da kommen Cops. Danke. Schwarzen rüber. Die sind besonders böse. Bewegung, Bewegung! Du musst
direkt von dem Dach runterfällt. Egal wie, tut einfach. So. Geschafft. Da sehen wir uns einmal hin. Warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Gar nichts. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Jo, mach ich. Merc. Mercury heißt der. Der war früher auch Runner und hat jetzt damit aber aufgehört. Und der besorgt für uns Runnerin jetzt die Aufträge, also für Celeste und Faith. Sehr spät zu sein. 4:35 morgens. Robert Pope, ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Merc. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möcht wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schau später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Reifer, klar, verstehe. Was auch immer er mit reifer meint. Schusswechsel, wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wie schnell sie einfach tippen kann. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hallöchen. Hey. Merc. Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Das würde ich auch gern können. Bin fast da. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche rauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. So. Wir suchen jetzt erstmal unsere Schwester, die nämlich da in dem Gebäude ist. Da müssen wir jetzt auch. Zusammenrollen, weil wir sonst nämlich einen elektrischen Schlag bekommen. Das wäre nicht so schön. Drake meinte, es gäbe Stress am West Arlen, bei Pope's Haus. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig, keiner weiß, was da vor sich geht. Ein bisschen Anlauf nehmen. Oh. Hallo? Ja! Aua! Okay. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Oh, wir sollten doch da hoch. Und da drüben ist nämlich eine rote Tür, da müssen wir jetzt hin. Oh, wir haben einen Schatten. Ja, und hier ist eben Abrollen ganz wichtig, weil wir uns sonst ziemlich wehtun würden, wenn wir von da oben einfach hier runterspringen. Aber das ist einfach abrunden. Ist etwas unlogisch. So, und jetzt kommen die Aufzüge. Beziehungsweise erstmal ein Aufzug. Hier ist quasi nochmal eine kleine Ladesequenz. Zum New Eden Einkaufszentrum, dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden Halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden, ein kleines bisschen vom Paradies. Okay, ein kleines bisschen vom Paradies. So, wie eine Katze. Immer rote Häuser, die sind irgendwie komplett rot, gelb oder blau oder eben hier grün. Das ist ganz lustig. Kate, was machst du denn hier? Was ist? Hast du? Nein! Er
Kennst du ihn nicht? Das ist wohl unsere Schwester. Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Der Pope? Ich bin nicht, seit ich bei den Cops bin. Wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Also lesen wir keine Zeitungen. Hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Naja, wir haben wahrscheinlich genug zu tun, damit vor Cops zu flüchten. Er hat mich gebeten, vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher, mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht. Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Lass mich abhauen. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh. Und Faith. Also Geld. Danke. Oh, wie süß. Darf ich jetzt abhauen? Danke. Shit! So, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Weil nämlich hier überall das SWAT-Team. Wie merkt es gerade? Oh, und es laggt. Oh, es laggt fürchterlich. Oh. Oh. Durch die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Es laggt gerade echt mega. Ah. Nein, er ist mein Fahrstuhl. Bewegung! Lass mich in Ruhe. Oh, leckt das. Au. Ja, ist klar. Da tut sie sich weh. Und sonst bei allen möglichen Höhen muss man sich nur abtrauen. Ist ja sehr logisch. Schluss machen. Aber wir sehen uns morgen wieder und dann machen wir direkt hier weiter.